Im heutigen Marktgeflüster geht es um die Aktienmärkte, um Gier, Euphorie, um Bitcoin und um Verfallserscheinungen, moralische Verfallserscheinungen, wie auch geistige Verfallserscheinungen, wie auch finanzielle Verfallserscheinungen. Gemeint jetzt mal ganz speziell der große Verfall, den wir am Freitag sehen, der so ein bisschen seine Schatten heute schon vorausgeworfen hat, offenkundig. Und ich will so ein kleines, klitzekleines Sittengemälde der derzeitigen Lage an den Finanzmärkten mal beschreiben. Und ich habe schon, weil ich ja ein Stück älter bin, Entstehung und Platzen der Dotcom-Blase erlebt, Ende der 90er und Anfang der 2000er Jahre, also diese Zeit. Dann habe ich die Entstehung der US-Immobilienblase erlebt und deren Platzen, welches dann in die Finanzkrise mündete. Und jetzt haben wir eine, und ich bin wieder Zeitzeuge gewissermaßen, eine Allesblase, die durch die Notenbanken ausgelöst wurde, so dass die Preise für Assets geradezu in den Himmel schießen und damit indirekt eben auch die Notenbanken die Staaten finanzieren, indem die sich praktisch endlos verschulden können, wie wir das in den USA derzeit sehen. Starten wir mal mit Gier und Euphorie, die wir derzeit sehen. An den US-Aktienmärkten, vor allem Goldman's Equity Positioning, ist jetzt so stretched wie seit letzten Sommer nicht mehr. Juni, Juli 2023, das war da kurz bevor wir dann eine Korrektur von 10% gesehen haben. Das alles kann noch weitergehen, heißt nicht, dass wir jetzt 10% korrigieren, aber wir sehen Investors Intelligence, das ist die Stimmung in Börsenbriefen, bullish oder bärisch. Hier sehen wir die wenigsten Bären seit Februar 2018, also eine aussterbende Gattung. Wir sehen, was hier JP Morgan gesagt hat, die Momentumjäger, die sind jetzt so stark investiert wie eigentlich noch nie zuvor oder einmal ganz kurz eben in der Dotcom-Blase in der 99,8%. Und wenn Sie daneben ein Bild von Nvidia sehen, dann ist das reiner Zufall und überhaupt gar keine Absicht, meine Damen und Herren, ganz fest versprochen. Und so kommt ein Außenseiter-Analysehaus Apollo zu der Auffassung, das, was wir derzeit sehen an den Märkten, ist sogar krasser als auf dem Hochpunkt der Dotcom-Blase. Warum? Man hat sich hier die 10 größten Tech-Aktien angeschaut. Die haben derzeit eine Forward-Price-Earning-Ratio, also Kurs-Gewinn-Verhältnis von um und bei 40 im Jahr 2000 auf dem Peak der Dotcom-Blase hatten die 10 größten Tech-Unternehmen ein Price-Earnings-Forward-Ratio von 26, also 40 jetzt, 26 damals, und wir haben jetzt 30% aller Aktien, die mit einem Price-Earnings-Ratio von 30 und mehr gehandelt werden. Alles über 15 ist eigentlich schon sehr, sehr teuer. Das heißt, im Grunde ist die Geschichte laut Apollo so ein bisschen noch extremer, als es im Jahr 2000 war, auf dem Hochpunkt der Dotcom-Bubble. Und jetzt haben wir ein Phänomen, das für mich typisch ist, das für mich gewissermaßen charakteristisch ist für das, was derzeit an den Finanzmärkten läuft. Michael Saylor von MicroStrategy, dessen Firma MicroStrategy nur einen einzigen Geschäftszweck hat, Bitcoin kaufen. Und die Anleger, die diese Aktie von MicroStrategy kaufen, die zahlen dafür einen 40% Aufpreis, das heißt, die zahlen 40% mehr, als Michael Saylor eigentlich an Bitcoins hat. Dazu kommt, dass Michael Saylor dafür Kredite aufnimmt, um Bitcoin zu kaufen. Und der hat jetzt kürzlich gesagt, whoever gets the most Bitcoin wins. Also wer die meisten Bitcoin kauft, der gewinnt. Das macht er sehr, sehr fleißig, wie gesagt, auf Kredit. Er selber aber verkauft täglich seine MicroStrategy-Aktie. Das heißt, Investoren sind bereit, einen irren Aufpreis für etwas zu bezahlen, was eigentlich gar keinen Sinn macht, während derjenige, der dieses Geschäft anbietet, praktisch sein Risiko komplett abwälzt auf die anderen. Er verkauft nämlich seine MicroStrategy-Aktien schön immer dosiert, pro Tag, immer 5000 Stück so in der Regel. Dass also ein Millionenwert, der da locker, einige Millionen, die da locker in der Woche alleine zusammenkommen, das Risiko tragen. Diejenigen, die auf Deutsch gesagt so doof sind, diese MicroStrategy-Aktie zu kaufen, wie gesagt, die hat eigentlich keinen Geschäftszweck, macht keinen Umsatz, großen Umsatz jenseits von irgendwie Bitcoin. Und dann kommen Analysehäuser wie heute Canaccord, die das Preisziel von $975 für MicroStrategy auf $1810
anheben. Und hier sagt der Diogenes, den wir alle aus der Antike natürlich kennen, now this reminds me of the late 1999s. Also späte 1999er Jahre, März 2020 war der Hochpunkt der Dotcom-Blase, dann ging es bergab. Und vor, weiter wird richtig viel in Bitcoin-ETFs investiert, insgesamt ja ETFs, so einer der Hebel. Die großen Tech-Unternehmen, jetzt mal jenseits von Bitcoin, die großen Tech-Unternehmen sind so marktschwer, dass jemand, der ein Index-ETF kauft, eben automatisch dann auch diese marktschweren Titel kauft, sodass wir eine unglaubliche Imbalance sehen gewissermaßen. Aber eben auch bei Bitcoin ist es jetzt so, dass hier alle versuchen, sich jetzt zu beteiligen, in der Hoffnung, dass alle richtig reich werden, Nur die Wale, die frühzeitig drin waren, die anderen zahlen ganz andere Preise und versuchen sozusagen ihrem Glück hinterher zu hecheln. Mal sehen, wie lange das so noch weitergeht. Und das Ganze getrieben insgesamt an den Märkten durch Optionen. Wir sehen hier, Optionsvolumina haben jetzt erstmals wieder seit 2021, als wir diese Meme-Euphorie hatten, als wir die Tesla-Euphorie hatten, haben wieder das Volumen von Aktienkäufen überholt. Das heißt, Optionen sind wichtiger als die Aktie selbst. Das bedeutet, dass diese Optionen natürlich noch einen Effekt haben, dass die Dealer, die Verkäufer dieser Optionen sich absichern müssen. Meistens werden Calls gekauft, das heißt, die müssen noch dazu das Underlying kaufen. Und vor einem Jahr zeigte Sentiment Trader, war die Stimmung sehr, sehr pessimistisch am Optionsmarkt. Jetzt sehen wir, dass hier 46% des Gesamtvolumens von Small Options Tradern gleich in Call Optionen geht. Also wir sehen, das Ganze wird vor allem durch Optionen getrieben. Alle sind bullish, alle sind optimistisch und JP Morgan fragt, naja, also derzeit ist so dieses Momentum, was da ist, diese Euphorie, das hat das Potenzial, vielleicht so einen 5% Rückgang mal auszulösen. Die große Frage sei, was diesen Rückgang auslösen wird, was diesen Mega-Cap-Tech-Trade, diesen KI-Euphorie-Trade irgendwie, naja, stören könnte, dieses Narrativ stören könnte. Vielleicht sind es die Zinsen, die Märkte haben ja 7 eingepreist, 7 Zinssenkungen, jetzt sind es 3. Nächste Woche vielleicht wird die Fed uns sagen, mehr als 2 dürften es wohl nicht werden. Vielleicht könnte das ein Trigger sein, man weiß es nicht. Jedenfalls sehen wir, dass Highflyer früher oder später immer abstürzen. Das gilt für Elöne, einer meiner allerbesten Freunde. Heute Wells Fargo hat die Aktie abgestuft auf 125 von 200 und sagt Wells Fargo und sagt, Tesla ist eine Growth Company with no growth, ist eine Wachstumsfirma ohne Wachstum. Und zeigt, dass eben die Absatzzahlen von Tesla eher rückläufig sein dürften. Wenn man sich mal anguckt, was in Deutschland passiert ist, wahrscheinlich nicht repräsentativ weltweit, aber in Deutschland sieht man Januar, Februar, wie bei vielen anderen Elektroherstellern, sieht man massive Rückgänge. Und Tesla ist derzeit die schlechteste Aktie in diesem Jahr im S&P 500. Und ist damit sogar schlechter als Boeing und die haben ja wirklich einiges am Hacken. Also da zeigt sich, dass die Dinge offenkundig nicht ganz gut für die Religionsgemeinschaft Tesla laufen. Aber interessant ist auch, dass Tesla zum Beispiel 0 Steuern bezahlt hat, während man gleichzeitig 2,5 Milliarden über 5 Jahre seinem Management bezahlt hat. Das ist nicht nur Tesla, das ist typisch, 35 große Firmen haben in den USA mehr Steuern bezahlt oder haben ihren leitenden Angestellten, ihrer Führungscrew mehr Geld bezahlt, als sie an Steuern zahlen. Und das ist das große Problem, das Donald Trump noch vergrößern wird. Die Einnahmesituation wird immer schlechter, während gleichzeitig die Schuldenlast immer drängender wird, eben durch die hohe Zinslast, die man zu tragen hat in den USA. Und hier gestern kamen ja die neuen Zahlen, knapp 300 Milliarden Dollar neue Schulden im Februar, würde bedeuten, der amerikanische Staat macht etwa 1 Billion Schulden alle 3 Monate und alleine um die Zinsen zu zahlen, muss der amerikanische Staatshaushalt 63% aller bezahlten Personal Income Taxes, also Einkommensteuer, verwenden. Wie gesagt, die großen Firmen, die zahlen praktisch gar keine Steuern. Tesla kriegt sogar noch Geld, durch diese Zertifikate,
die man von anderen Autoherstellern irgendwie abkassieren kann, weil die noch fossile Fahrzeuge herstellen. Also das zeigt so ein bisschen das Grundproblem, dass derzeit, was derzeit schiefläuft. Und jetzt hat sich einer der Treiber dieser ganzen Geschichte, nämlich dieses Notenbank-Sozialismus-Experiments, könnte man sagen, Janet Yellen hat sich geäußert und hat gesagt, also dieser Rückgang der Inflation könnte doch ein bisschen schwieriger werden. Und oh ja, es tut mir leid, dass ich damals die Inflation als transitory bezeichnet habe, als vorübergehend. Und die Daten der Fed selber zeigen, nee, nichts vorübergehend. Vor allem jetzt wieder anziehend, die sogenannte Sticky Inflation, gemessen von der Atlanta Fed, also der US-Notenbank selbst, tendiert wieder ganz klar nach oben. 5% auf einer 3-Monats annualisierten Basis. Inflation is moving in the wrong direction. Das haben wir gestern gesehen, aber gestern war es den Märkten wurscht. Ich denke, dass wir heute diese Schwäche, die wir bisher sehen, etwa beim Nasdaq, dass das eben Verfallserscheinungen sind vor dem Verfall. Market Maker respektive Dealer, die fangen schon an, sozusagen ihre Absicherungspositionen ein bisschen zu entladen. Aber nochmal zurück zur Inflation. Wir sehen hier die Small Businesses in den USA. Auch wieder Daten von der Fed, diesmal vom Distrikt Richmond, Richmond Fed also. Die zeigen, dass die kleinen Unternehmen Price Pressures haben, vor allem durch gestiegene Löhne, und die wollen sie gerne weitergeben, sodass das ein wunderbarer Indikator ist für eben weiter ansteigende Inflation. Wir sehen hier mal den Vergleich zwischen den Aussagen der Small Businesses in Sachen, wie schaut es aus mit deiner Preisgestaltung, und der Inflation. Das hängt relativ eng zusammen. Die kleinen Firmen beschäftigen ja etwa die Hälfte aller amerikanischen Erwerbstätigen. Und dass es so weit kommen konnte, wie gesagt, trotz Zinsanhebungen, hat eben auch mit diesem Notenbanksozialismus zu tun, hat damit zu tun, dass man in Corona massiv Geld in die Liquidität, in die Märkte geschüttet hat, die Zinsen auf Null gesenkt hat, dann hat man die Zinsen angehoben, aber irgendwie glauben die Märkte ständig, ja, die werden ja schon fallen, schon 2022 hat man gesagt, ja, die werden bald wieder fallen, jetzt haben wir März 24 und die sind immer noch nicht gefallen. Also vor allem Paul hat hier durchaus eine Verantwortung, dass die Financial Conditions so lax sind und dadurch diese FOMO, diese Gier so richtig entstehen kann. Bei Bitcoin ist es eben der Glaube, naja, okay, schaut an, was die Notenbanken machen. Bitcoin ist das digitale Asset, das mich hier bewahren wird vor einer schleichenden oder immer schnelleren Entwertung von Fiat-Geld. Kann sein, aber eben es basiert letztendlich darauf, dass das Ganze funktioniert, dass andere Leute auch dran glauben. Wenn ich jetzt Silber habe und der Preis für Silber geht runter, dann habe ich immer noch Silber, was eine gewisse Anwendung hat. Damit kann ich bestimmte Dinge in der Industrie zum Beispiel ermöglichen. Bei Bitcoin fällt mir da jetzt nicht so wahnsinnig viel ein, weil es halt ein digitales Asset ist, das als Bezahlsystem eigentlich sich komplett nicht durchgesetzt hat, wie man sagen muss. Und wir sehen dann eben die Auswirkungen etwa im Immobilienmarkt. Hier sehen wir mal links Homebuilder Stock Index, wie die Dinger nach oben schießen. Hier sagt zum Beispiel ein Twitter-Account, ich habe gestern mein Haus verkauft, habe 75.000 mehr bekommen, als ich eigentlich ursprünglich einen Preis aufgerufen habe. Und US-Hauskäufer, die müssen jetzt 80% mehr verdienen als im Jahr 2020, um sich eine Immobilie leisten zu können. All das zeigt, wie die Dinge sich hier verschieben, ungünstig verschieben. Viele, die eben nicht von dieser Vermögenspreisblase vor allem profitieren, bleiben auf der Strecke. Das spaltet die Gesellschaft. Das wird nicht gut gehen on the long run. Und dieser Chart zeigt, es wird nicht gut gehen. Das ist die invertierte Zinskurve, die jetzt 420 Tage praktisch besteht. Das ist die längste Strecke seit den 70er Jahren, und eine neue Umfrage unter Volkswirten, da erwarten von 34 Befragten 22, dass die invertierte Zinskurve kein Anzeichen mehr für eine Rezession ist. Es ist ziemlich sicher ein sehr gutes Anzeichen für eine Rezession, aber diesmal ist natürlich alles anders, das Blasenmantra, das man in solchen Situationen immer wieder hört. Heute vielleicht noch bedeutsam, wir haben hier das Abgeordnetenhaus, das sich für ein TikTok-Verbot respektive für eine Enteignung eingesetzt werden soll. ByteDance hat nämlich die Möglichkeit, innerhalb von 6 Monaten TikTok zu verkaufen. Sonst würde es verboten. Hier sehen wir, wie viele dafür abgestimmt haben. Es gibt 14 Republikaner und 12 Demokraten, die hier mit abgestimmt haben, die das Konkurrenzunternehmen Meta
aktiv getradet haben im Volumen von 9,2 Millionen Dollar. Also da gibt es durchaus auch Eigeninteressen möglicherweise. China hat gestern schon gewarnt, wenn ihr das tut, dann wird euch das leid tun, dann wird es Gegenmaßnahmen geben, vielleicht gegen Firmen in den USA. Das ist natürlich ein hartes Stück zu sagen, entweder du verkaufst oder du wirst verboten. Würde jetzt zum Beispiel China hergehen und zu Apple sagen, naja, entweder die Eigner von Apple, die müssen verkaufen oder du kriegst hier kein Bein mehr auf die Erde, dann möchte ich nicht wissen, was in den USA los ist. Rand Paul, der Republikaner, dessen Vater schon ein Freigeist gewesen ist, sagt, naja, also das ist, weil das eine chinesische Firma ist, deswegen soll es verboten werden, sagt er nicht wahr. 60% der Firma sind von internationalen und US-Investoren oder werden davon besessen. 20% von den Firmengründern, 20% wiederum von den Company Employees, also von den Mitarbeitern der Firma, davon mehr als 7000 Amerikaner. Also das zeigt, wie schwierig die ganze Geschichte ist. Die Dinge sind nicht so einfach, nicht so klar. Ein Unternehmen wie Huawei zum Beispiel, das seine Mitarbeiter stark beteiligt mit Anteilen am Unternehmen, ist eigentlich ein Vorbild, finde ich, auch für uns im Westen. Aber das wird nicht groß berichtet, erstaunlicherweise. Aber sonst ist natürlich China nicht gerade das beste Beispiel für eine gelingende Politik in Sachen Wirtschaft und Unternehmen. Und nicht gerade gelingend scheint auch unsere Energiewende. Katharina Reiche, das ist die Chefin des größten Verteilernetzbetreibers in Deutschland in Sachen Strom. Die sagt, also wenn wir wirklich aus der Kohle aussteigen, was ja Roberto versprochen hatte bis 2030, dann könnten wir bis zu 100 Abschaltungen im Jahr haben, die bis zu 21 Stunden dauern könnten, je nachdem wie das Wetter ist. Das klingt sehr vertrauenswürdig, da würde ich als Firma jetzt dick investieren in Deutschland, wenn ich vielleicht nur, sagen wir mal, naja, 100 Tage im Jahr nicht wirklich Strom habe. Das klingt richtig gut, die Energiewende, die gelingt wirklich großartig. Und die Strompreise dürften um 40% steigen in nächster Zeit, in den nächsten Jahren, eben schon aufgrund der stetig steigenden Netzentgelte, die von aktuell 9 auf dann 24 Cent die Kilowattstunde steigen werden. Also wir machen alles richtig, gar keine Frage. Und meine Damen und Herren, und das ist hier schon mal das Resultat. Wir sahen heute die Industrieproduktion in der Eurozone massiv eingebrochen, -6,7%. Wir sind jetzt so schwach wie seit 2020 nicht mehr, also im Corona-Jahr, wenn man so will, in der Industrieproduktion in der Eurozone. Das ist nicht wirklich ein gutes Zeichen, aber wir haben ja die EZB, meine Damen und Herren, und die haben heute offiziell bekannt gegeben, Klimathemen werden in strukturelle geldpolitische Geschäfte einbezogen, heißt Zinspolitik, heißt Kreditvergabe von Banken. Die alle müssen Klimapolitik berücksichtigen, sonst gibt es Haue. Das zeigt, dass wir hier unbedingt auf dem richtigen Weg sind, meine Damen und Herren. Das ist gleichzeitig meine erste Leseempfehlung. Und die zweite ist nochmal Bitcoin und das Blasenschema von MicroStrategy, Anatomie einer Blase. Beide Artikel, wenn sie Ihnen gefallen, würde ich Sie bitten, die zu teilen. Da gibt es über dem Artikel, der wiederum unter dem Video, welches Sie gerade sehen, verlinkt ist, gibt es Social Media Button. Das würde mich freuen, wenn Sie da aktive würden und eben auch diese beiden Artikel lesen. Meine Damen und Herren, ich sage Servus, ciao.